Seit 1990 wird der Tag der Deutschen Einheit am 3. Oktober als gesetzlicher Feiertag zelebriert. Aber was feiern wir da eigentlich genau? Der Nationalfeiertag soll an die deutsche Wiedervereinigung erinnern, die am 3.10.1990 durch den Beitritt der Deutschen Demokratischen Republik, kurz DDR, zur Bundesrepublik Deutschland, kurz BRD, wirksam wurde. In dieser Zeit feierten Hunderttausende in Berlin und ganz Deutschland die Wiedervereinigung. Vor dem Reichstagsgebäude wurde eine 60 Quadratmeter große Deutschlandflagge gehisst und der damalige Bundestagspräsident Richard von Weizsäcker sagte: "In freier Selbstbestimmung wollen wir die Einheit Deutschlands vollenden." Das Vertragswerk hinter der deutschen Wiedervereinigung umfasst rund 1000 Seiten in 9 Kapiteln und 45 Artikeln. Damit wurde das Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland auf das Gebiet der DDR ausgedehnt. Schon am 12.09.1990 wurde der 2+4-Vertrag unterschrieben. Die USA, die ehemalige Sowjetunion, Großbritannien und Frankreich sprachen damit dem Vereinigten Deutschland volle Souveränität zu. Der 3.10.1990 war nicht nur die Wende für Deutschland. Nein, dieser Tag ist damit auch das Ende des Kalten Krieges. Und auch Europa ist ein ganzes Stück zusammengerückt. Berlin, Bundesland und Hauptstadt des Vereinigten Deutschlands, ist nun endgültig vom Besetzungsstatus befreit. Nach der Wende wurde noch diskutiert, ob man den Mauerfalltag, also den 9.11.1989, zum Tag der Einheit erklären möchte. Doch da an diesem Tag auch die Reichspogromnacht im Jahr 1938 stattfand, hat man Abstand von dieser Idee genommen. Der Tag der Deutschen Einheit ist übrigens der einzige gesetzliche Feiertag, der durch Bundesrecht festgelegt ist. Alle anderen Feiertage sind Ländersache. Ich hoffe, ich konnte euch damit einen kleinen Einblick zum Tag der Deutschen Einheit geben. Wenn ihr noch Fragen habt, ab in die Kommentare damit. Ich würde mich über eine Bewertung und ein Abo freuen. Vielen Dank und bis zum nächsten Video.